Bei mir hier in Davos an diesem eisigen Morgen ist Jens Spahn, Unionsfraktionsvize. Einen schönen guten Morgen, Herr Spahn. Schönen guten Morgen. Sie haben gestern ja auch die Rede von Olaf Scholz hier in Davos mitverfolgt. Er hat mit keinem Wort Leopard-Panzerlieferungen an die Ukraine erwähnt. Viele hatten darauf gehofft, damit gerechnet. Wie bewerten Sie es, dass er dazu nichts gesagt hat? Nee, es war eine typische Scholz-Rede, die hätte man auch als Videogrußbotschaft rüberschicken können, weil die Erwartungen ja hoch sind. Die Erwartungen, was Deutschlands Engagement angeht bei Waffenlieferungen, vor allem eben jetzt beim Leopard, beim Panzer. Da warten unsere Verbündeten drauf, da warten auch andere Europäer, das merkt man in jedem Gespräch, aber eben auch was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Wir brauchen endlich mal eine Idee für Deutschland und Europa, wie wir wachsen wollen in den nächsten Jahren. China, USA, man spürt es hier richtig, die wollen wachsen, die werden wachsen. China ist zurück beim Wachstum, das ist auch eine Botschaft dieses Gipfels. Also auch da braucht es aus Deutschland, aus Europa mehr Ideen. Am Abend nach der Scholz-Rede kamen dann Medienberichte, dass es möglicherweise hier Absprachen mit den USA gibt und dass Scholz quasi eine Leopard-Lieferung abhängig macht von Abrams-Lieferungen der USA. Glauben Sie, dass man hier eine Lösung finden kann? Ich kann jetzt die Gespräche natürlich im Detail nicht beurteilen. Ich kann es nur mal andersrum drehen. Wenn man am Ende sowieso Panzerlieferungen entweder möglich machen oder selbst machen wird, dann sollte man führen. Europa und in der westlichen Gemeinschaft. Also wir erleben ja das Gleiche an Salamitaktik, wie wir schon das ganze letzte Jahr erlebt haben. Anstatt klar und deutlich und auch eben mit einem klaren Engagement an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer zu stehen, wird immer rumgezögert, wird rumtaktiert. Keiner weiß genau, was Deutschland will, auch nach der Rede gestern nicht. Und am Ende macht man es sowieso. Aber wenn man es macht, dann kann man es eben auch machen mit einer Führungsrolle und indem man die Partner mitnimmt. Scholz hat in seiner Rede ja auch um Investitionen in Deutschland geworben und Deutschland versucht gut darzustellen, auch dieses neue Deutschland-Tempo immer wieder herausgestellt, mit dem es jetzt ganz schnell geht in Deutschland, auch mit dem Umbau in Sachen Energiewende. Wie fanden Sie diese Teile der Rede? Zuerst einmal fand ich es gut, dass der Bundeskanzler zumindest für den Standort Deutschland geworben hat. Am Vortag haben ja der Finanz- und der Wirtschaftsminister, naja, nicht besonders euphorisch über Deutschland geredet. Also es ist gut, dass der Kanzler für Deutschland wirbt, aber dieses neue Deutschland-Tempo, das will ich jetzt auch sehen. Also an einer Stelle, ja, hat es funktioniert, LNG-Terminals an der Nordsee, das ist beeindruckend. Deutschland kann, wenn es will, Plan- und Genehmigungsverfahren schnell machen. Aber dann muss jetzt eben auch diese Regierung das in anderen Bereichen möglich machen, beim Schienenausbau, bei den Stromtrassen, bei Energieversorgung, bei Gewerbe- und Industriegebieten. Deutschland-Tempo gibt es bis jetzt nur bei LNG-Terminals. Und wenn der Kanzler das jetzt mit seiner Regierung schnell umsetzt, dann unterstützen wir das gern. Wie nehmen Sie denn insgesamt die Stimmung hier in Davos wahr? Wie wird die wirtschaftliche Lage hier beurteilt? Was wahrzunehmen ist, ist, dass die USA, China, Südamerika, viele Regionen der Welt auf Wirtschaftswachstum setzen und auch gute Ausgangsbedingungen haben. Niedrige Energiepreise zum Beispiel in den USA, auch dort ein Investitionsprogramm. Und meine Sorge ist, dass wir in Europa natürlich gerade mit dem Krieg, diesem furchtbaren und der Krisenbewältigung beschäftigt sind, dass wir aber bald eine Idee brauchen, wie wir zu Wachstum kommen, zu mehr Wohlstand kommen. Denn Stagflation, das ist ja hier das Stichwort, Inflation und gleichzeitig kein Wirtschaftswachstum. Wenn man da einmal drin ist in dieser Spirale, in dieser Entwicklung, dann können das auch wirtschaftlich harte Jahre werden. Und deswegen, wir brauchen eine Idee für Wirtschaftswachstum. Der Rest der Welt läuft uns sonst davon. Das ist auch eine Botschaft. Welche Idee hätten Sie denn? Sie sind zwar in der Opposition, aber wenn Sie die Möglichkeiten hätten? Nun, es ist eine Renaissance von angebotsorientierter Wirtschaftspolitik. Wir haben hohe Inflation. Das heißt, wir brauchen mehr Angebot, also zum Beispiel eine Handelspolitik mit Südamerika, Mercosur, ich nehme die mal kurz ab, Indien, Indonesien, Japan, den Vereinigten Staaten, Steuersenkung. Wir haben die höchsten Unternehmenssteuern in Deutschland, in der westlichen Welt mit Entbürokratisierung, Arbeitszeiten flexibilisieren. Stattdessen führen wir gerade neue Bürokratie bei der Dokumentation von Arbeitszeiten an. Also einfach die Kräfte entfesseln, die ja in Deutschland da sind. Wir haben ja eine starke wirtschaftliche, industrielle Basis. Aber jetzt ist wieder die Zeit, das ist sozusagen das erste Mal seit 15, 20 Jahren, dass die Debatte wiederkommt, den Standort wettbewerbsfähig zu machen. Sagt Jens Spahn. Herzlichen Dank für dieses Interview in der Kälte von Davos. Sehr gerne.